Hi Leute, ich habe hier wieder eine Kiste voll mit neuem Make-up, das darauf wartet, dass es getestet wird und... Stopp an dieser Stelle. Wo ist dein fucking Intro? Ich habe überlegt, dass ich das abschaffe. Was? Ich denke, alle anderen werden auch schockiert sein, so wie ich gerade. Das geht nicht. Wieso willst du das abschaffen? Weiß nicht. Hast du kein Hotenshit mehr? Das ist Zeit für was anderes. Ja, und das andere ist was? So weiß ich noch nicht. So lame es kommt wie jetzt. Ja, es kommt ja halt von innen. Ich mache mir ja keine Gedanken drüber. Auf jeden Fall habe ich ein paar coole Sachen. Und zwar hat Marvin Magnificent, seine zweite Palette mit VH rausgebracht. Und das Packaging ist schon mal goals. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin mega stolz auf dich. Das weißt du alles schon gehört. Ich würde sagen, wir testen das Ganze aus. Und einfach ein Disclaimer, wer für Kritik nicht offen ist, kann sich jetzt verpieseln. Auf Wiedersehen. Dankeschön. So, Marvin hat diesmal auch Pinsel rausgebracht. Also ein Pinselset mit 10 Pinsel hier drin. Und dann noch die Palette. Die Palette kommt mit einem Spiegel und hat 10 Lidschattenfarben und 5 Highlighter, was ich ziemlich cool finde. Soweit ich das jetzt richtig sehe und auch verstanden habe, sind die Farben hier oben komplett matt. Diese drei auch. Und die zwei sind die einzigen Schimmerfarben in der Palette als Lidschatten. Ansonsten hätte man ja noch hier die untere Reihe, mit der man definitiv auch, die man halt auch als Lidschatten benutzen kann. Cool! Ich habe mir keine Review angeguckt von niemandem, weil ich immer gerne meinen eigenen Scheiß mache. So sehen die Pinsel aus. Ich finde, die sehen ziemlich klasse aus, weil die nämlich so, ja, so einen Marmoreffekt haben, aber auch mit so einem Schimmer. Wie sagt man, meliert? Ist das meliert? Also ziemlich cool. Die Pinsel sehen sehr, sehr hochwertig aus. Ich bin sehr gespannt. Jetzt müsste ich mir nur noch überlegen, was ich schminke. So, ich fange erstmal mit einer Lidschattenbase an. Das ist der Paintport von MAC in Soft Ochre. Wenn ich das erste Mal so in die Palette gucke, ist es natürlich schon sehr braun, muss ich sagen. Also für mich wäre das eine Alltagspalette. Ich könnte die halt ein bisschen noch verdunkeln. Aber hier sind jetzt keine, ich sag mal, krassen Key-Farben drin, sage ich jetzt mal ganz persönlich. Also hier haben wir braun, dann haben wir hier noch ein bisschen und die gehen so, glaube ich, ins Rötliche. Auf jeden Fall fange ich an mit der Farbe Meant to Be. Das ist dieser Ton hier. Das ist ein mattes, ja, so ein weißer Ton, so ein Cream-Ton. Und damit setze ich jetzt erstmal die Lidschattenbase, weil das hilft mir persönlich immer, die nächsten Farben so ein bisschen besser zu verblenden. Was ich hier schon mal ganz gut finde, ist, dass die Farbe nicht zu weiß ist. Also zu, naja, nicht zu weiß, zu pigmentiert. Ich finde es gut, dass es echt nur so ein Hauch ist. Ich finde es, wie gesagt, super, wenn Paletten so einen Ton haben. Wenn sie es nicht haben, finde ich es nicht schlimm. Aber wenn sie es haben, finde ich es gut, weil man kann dann setten, wenn man ein bisschen mehr ausblenden möchte. Manche Farben sind halt ein bisschen schwerer auszublenden. Dann hilft so ein Ton einfach, ja, so ein bisschen die Kanten auszublenden. Also sowas finde ich immer sehr praktisch. Love that. Die nächste Farbe, die ich auftragen möchte, ist At the Beach. Das ist noch recht soft. Also die Farbe muss man auf jeden Fall aufbauen. Also das ist jetzt so meine, ja, dritte, vierte Schicht. Ist das eigentlich ein Blendepinsel oder ist das für Highlighter? Das Tolle ist, dass hier hinten auf der Pinselverpackung ja auch die Nummern stehen. Also die Nummer 4 ist ein Highlighter-Brush. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. Ist für dich aber nicht weiter wichtig anscheinend. Nö. Nimmst du mir weiter. Ja, ich finde den echt nicht schlecht, weil ich mag ja meine Übergangsfarbe gerne zum großen Pinsel auftragen, weil ich ja auch erstmal aufbaue. Wie ihr sehen könnt, die Farbe ist halt super soft. Man muss sie ein bisschen mehr aufbauen. Ich hätte ein bisschen mehr Bums gewünscht, aber das ist jetzt nur persönliche Preference. So, dann nehme ich mal den Pinsel Nummer 6. Das ist dieser hier. Der ist so, ja, wie ein Blendepinsel, aber nicht rund, sondern eher so halbrund, flach fast. Der ist hier unten sehr schmal und wird oben ein bisschen weiter. Und die Nummer 6 ist ein Detail Blending Brush. Das ist sehr gut, weil ich möchte jetzt in die Farbe Rooftop gehen. Das ist die Farbe direkt darunter. Und die packe ich in meine Lidfalte. Also die Palette ist auf jeden Fall anfängerfreundlich. Das heißt, hier können definitiv Pros mitarbeiten. Und auch die noch am Anfang stehen. Die Lidschatten lassen sich auf jeden Fall fleckenlos
ausblenden. Also ihr braucht nicht sehr lange, um die Farben auszublenden. Ich werde jetzt mal kurz die Farben hier, also einmal das swatchen, weil ich möchte jetzt schon ein bisschen mehr ins Braun gehen. Das ist jetzt ein bisschen peachy. Also Crusty ist so ein Rotbraun. So. Die Farbe darunter heißt Supercut. Das geht schon mehr ins Bärige. Dann haben wir Karma Regelt. Das ist so ein Aubergine-Ton. Und Breakdown ist, glaube ich, schwarz. Ja, Breakdown ist schwarz. Ich werde die Farbe Crusty nehmen. So, Freunde. Um die Farbe Crusty aufzubauen, nehme ich diesen Pinsel. Und zwar die Nummer 8. Und das ist ein All-Over-Shader-Brush. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber die Pinsel sind super weich. Und richtig beweglich. Also, das finde ich echt toll. Das ist die Farbe Crusty. Crusty, könnt ihr sehen, kann man auch sehr, sehr leicht verblenden. Man muss sie nur auch hier ein bisschen aufbauen, wenn man es halt ein bisschen kräftiger haben will. Ich mache mich mal an Karma Regelt. Mit Karma Regelt will ich jetzt den Look komplett verdunkeln. Also ich brauche hier jetzt ein bisschen mehr Dimension. Karma Regelt kann man auch gut aufbauen und glücklicherweise auch einfach verblenden. Nehmen wir nochmal diesen Highlighter Brush, der sich wirklich toll eignet, um wirklich alle Kanten nochmal auszublenden. Nur mal so. Ich mache mir mal so einen Half-Cut-Crease. Dafür nehme ich diesen Concealer hier von Catrice und den Pinsel von Marvin in der 9. Das ist ein Small Flat Shader Brush. Und damit mache ich mir jetzt so einen Cut Crease. Aber nur so ganz soft. So, was ich dann mache ist, ich nehme die Farbe Rooftop. Und die Farbe blende ich so ein bisschen in meinen Cut Crease rein. In das Helle und Dunkle. So, und jetzt überlege ich mir, welche Farbe ich mir auf mein Lid packe. Also, das ist wunderschön. Das changiert so in Peach, Rosa, Gold. Das ist mir zu hell jetzt dafür. Ist vielleicht schön so als Eyebrow-Highlight. Mal hier so für euch. Also es changiert wirklich toll. Ich denke, dass ich zu den Highlightern greifen werde. Ich war hier einmal schon drin. Das ist so ein tolles Gold. Oder Deluxe. Deluxe ist sehr peachy. Ich denke, ich nehme diesen Ton hier. Und zwar ist das Premium. Wow. Also krasser metallischer Effekt hier. Jesus. Also auf die Highlighter lassen sich extrem gut swatchen. Also Swatch ist mir persönlich egal, weil die für mich nicht aussagekräftig sind. Das ist für mich immer nur eine Hilfe. Okay, wie sieht die Farbe wirklich auf der Haut aus? Das ist immer ein Unterschied im Fändchen und dann auf der Haut. Für mich ist es wichtig, wie performt die Farbe auf dem Lid. Also bis jetzt bin ich mit allen Lidschatten zufrieden. Ich muss sie nur ein bisschen aufbauen, um die Farbintensität zu bekommen, die ich möchte, was ich hier erstmal gar nicht schlimm finde. Ich finde, das eignet sich perfekt für Anfänger. Was ich ein bisschen schwach fand, ist jetzt Karma Regelt. Das verliert hier außen bei mir jetzt ein bisschen an Intensität. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob ich jetzt zu viele Farben aufeinander gepackt habe. Ja, ob ich das davor gesettet habe, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die anderen jetzt auch das Problem hatten. Genau, das ist jetzt so das Einzige. Okay, so Glitter, Metallic, Shades, wenn es jetzt Highlighter sind, die lassen sich immer am besten mit dem Finger auftragen. Das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt in Premium und die Farbe presse ich jetzt hier so. Alter, was ist das? Boah, das ist ja wie Gel, hör mal. Guckt euch das mal an. Hammer. Boah, ich bin richtig rein, weil ich dachte, ich brauche jetzt ein bisschen, aber man braucht verdammt wenig. Ja, das ist auf jeden Fall intens. Der Highlighter gefällt mir richtig, richtig gut. Mit dem restlichen Augen-Make-up machen wir gleich weiter. Ich fange jetzt schon mal mit meinem Gesicht an. So, ich mache weiter und zwar hier mit diesem Huda Beauty Tinted Contour and Bronze Cream. Ich habe hier die Farbe Fair. Das schaut so aus. Recht dunkel, finde ich. Ich bin mal gespannt hier. Oh, es ist recht cremig. Wow. Man braucht auf jeden Fall wenig Farbe. Ich färbe jetzt erstmal mein Gesicht damit auf. Oh ja, also das könnte ich never ever einfach so auf der Foundation tragen. Das würde man so heftig sehen. Also ich kann euch hier empfehlen, wenn ihr so hell seid wie ich oder noch heller, überlegt euch gut, ob ihr sowas halt haben wollt. Also wie gesagt, über der Foundation garantiere ich euch, dass man das sehen wird. Es sei denn, ihr mögt halt diesen Look, dass man das halt so extrem sieht. Und das Tolle ist, muss man ja wirklich sagen, es lässt sich verdammt leicht ausblenden. Also ich habe jetzt hier kaum Zeit verbraucht, einfach so ein bisschen
So, ich arbeite das jetzt nochmal so ein bisschen mit einem Schwamm aus, einfach um überschüssiges Produkt so ein bisschen wegzunehmen und das so ein bisschen noch auszublenden. First Impression, das ist nicht schlecht, wenn man so eine Produkte halt mag und gern und regelmäßig benutzt. Für mich, wenn ich konturieren will, nehme ich halt direkt eine Konturfarbe oder ich nehme halt so ein, entweder ein Powder Bronzer oder so ein Cream Bronzer, aber so meistens benutze ich so eine Produkte nicht so, deswegen würde ich das jetzt nicht weiterhin benutzen, einfach weil es nicht ganz mein Produkt ist. Nicht weil es schlecht ist, sondern weil ich solche Produkte eher wenig benutze. So, ich habe hier noch einen Liquid Highlighter und zwar aus der neuen NARS Orgasm Linie. Dafür sollte ich eigentlich nach London, falls ihr euch erinnert, aber ich war ja, mir ging es ja nicht so gut. Und zwar ist es ein Liquid Highlighter in Orgasm. Es kommt mit so einem. So sieht's ausgeblendet aus. Oh, krass. Wenn man es ausblendet, ist es gar nicht mehr so pink. Krass. Ich dachte, es ist jetzt viel intensiver. Aber es geht sogar. Deswegen habe ich es auch unter meine Foundation erstmal gepackt. Aber ich glaube, damit könnte man auch auf der Foundation arbeiten. Können wir ja gleich mal rausfinden. Ich würde sagen, ich trage jetzt einmal kurz meine Foundation auf, weil ich keine neue habe. Und Concealer. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Weil ich so ein Schlaubi-Schlumpf bin, habe ich natürlich vergessen, damit meine Foundation aufzutragen. Aber so eine Buffer-Brush sind eigentlich immer ganz gut. Also hier habe ich keine Bedenken. Aber dann dachte ich mir, ich werde jetzt mein Puder auftragen. Und zwar mit dem Pinsel Nummer 1. Das ist ein Powder Brush. Da sind wir stehen geblieben. Dann werde ich das jetzt machen. Also ich presse das Puder ja immer gern in meine Haut ein. Und was mir hier schon auffällt, der Pinsel ist nicht pieksig. Das heißt, ich kann das Puder schön in meine Haut pressen. Übrigens, ich habe die Foundation aufgetragen über diese Kontur. Und dann habe ich alles, was noch auf diesem Pinsel war, nochmal so ein bisschen drüber gegeben. Und jetzt gefällt mir das Produkt richtig gut, weil es trotz der Foundation immer noch durchscheint. Also ich habe jetzt die Vichy drauf, 15 und 05 gemischt. Und es gefällt mir total gut. Ich habe so eine ganz leichte Bräune irgendwie, so eine leichte Kontur. Man kann es nicht richtig sehen, erahnen. Das gefällt mir echt total gut. Und selbst der NARS Highlighter kommt voll gut raus. Also super schlicht. So, als wäre der so ein Hauch-Highlight, so voll gesund, sehr erwachsen, gefällt mir so, so gut. Wo ich dachte, oh, das wird zu pink, schon so im Gläschen, dachte ich so, ob das so ganz meins ist, weiß ich noch nicht. Aber ich nehme das zurück, was ich über Huda Beauty Dingsbums gesagt habe. Das werde ich definitiv weiterhin benutzen und das auch. Und der Pinsel ist großartig. Ich würde jetzt gerne einen Bronzer auftragen. Hier habe ich eine NARS Palette zugeschickt bekommen. Und zwar heißt die Summer Lights Face Palette in Rainwater. Achso, nee, das sind die Farben. Okay, also das schaut erstmal so aus. Ihr habt hier ganz, ganz viele Erdtöne. Das ist, wie gesagt, eine Gesichtspalette. Highlighting, Blush, Powder, Bronzing Powder. Also ihr habt hier Highlighter, Blush, Powder, ja, und ein Bronzer. Und das gibt es aber nochmal in Hot Nights. Das ist halt ein bisschen wärmer. Finde ich ziemlich cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Beide Paletten. Ich nehme auf jeden Fall diesen Bronzer. Den gebe ich hier nochmal on top. Ist das hier fleckig oder rot? Warum ist es hier so dunkel? Ist das das Licht? Oder ist das nur ein Schatten? Ich habe hier diesen Fleck, diesen dunklen Fleck. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, ich bin hier rangekommen. So, der Bronzer gefällt mir gut. Der hat sich wirklich schön auftragen lassen. Das ist die Farbe. Ich habe das Gefühl, der hat so einen leichten Satin-Finish, als wäre der nicht ganz matt. Jetzt hätte der so eine ganz leichte Perle drin. Das finde ich schön. Aus der Orgasm-Reihe habe ich noch diesen NARS Orgasm Blush. Das ist dieser hier. Auf geht's. Und zwar mache ich weiter mit meinem Augen-Make-up. Und da nehme ich wieder diesen Shader Brush und die Farbe Karma regelt. Und die Farbe packe ich, also ich hatte sie sowieso schon hier an meinem unteren Wimpernkranz. Das hat mir nämlich, soll mir so als Guideline dienen. Dann nehme ich die Farbe Rooftop und At the Beach. Also ich mische jetzt beide Farben miteinander, nehme mir so einen kleinen Blendepinsel und werde jetzt die Farbe Karma regelt so ein bisschen ausblenden. Also ausblenden und das hilft mir, dass jetzt oben und unten das Lid, ja, zusammenpassen. Wisst ihr, jetzt wiederholen sich die Farben so ein bisschen, dann ist es nicht so abgehakt. Ich habe mir einen schwarzen Kajal auf meine obere, also nee, ich habe mir einen schwarzen Gel-Eyeliner hier
unter meine Wimpern gepackt, auf die Haut. Und ich ziehe mir jetzt nochmal schnell so einen Lidstrich. Diesmal möchte ich einen Lidstrich haben. Ich habe hier aber keinen neuen Eyeliner oder so. Ich nehme jetzt den von Smashbox Always On Liquid Eyeliner in Black. Den finde ich super. Also ich ziehe mir den nur hier so rein. So, ich packe mir hier noch ein bisschen Goldglitter drauf. Dann möchte ich diese Farbe hier nehmen. Die habe ich nämlich gerade geswatcht. Das ist dieser Ton hier. Der wirkt in dem Fändchen so weiß und ist dann so knallgold. Also richtig cool. Der changiert so ein bisschen. Das ist eigentlich die perfekte Farbe, die ich jetzt brauche für mein... Also die Highlighter sind wirklich so krass. Ich habe es nicht mehr angesprüht, du. Das blende ich auch hier unten rein, weil ich mit der dunklen Farbe nicht bis nach innen gegangen bin. Das soll jetzt so als mein... Ach, herrlich. Ich habe es nicht angesprüht, Leute. Und dann nehme ich hier diesen Ton. Das ist dieser hier. Ist nochmal ein bisschen heller. Minimal heller. Dafür nehme ich so einen ganz kleinen Eyeliner-Brush. Hab den nass gemacht und das gebe ich jetzt oben drüber. Also ich habe es jetzt hier vorne ein bisschen, das ist ein bisschen orientalischer. Mache ich weiter mit meinem Gesicht. Ich möchte mir einen Highlighter auftragen und zwar den von Lamia. Lamia Slimani ist mit ihrer eigenen Beauty-Brand rausgekommen. Heißt Lamia Beauty und ihre Highlighter-Palette heißt Illumilighter. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Wirklich ganz große Klasse, was du da auf die Beine gestellt hast und das ganz alleine. Ich finde, das muss man auf jeden Fall hier nochmal anmerken. Ich freue mich überhaupt auf meine Kollegen, die so tolle Sachen rausbringen. Euer Erfolg ist auch mein Erfolg. Ich kann mich immer mit euch mitfreuen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde, Augenlook kann sich definitiv sehen lassen. Ich hatte eben gesagt, ich habe hier nur ein bisschen Glitter noch aufgetragen, um es ein bisschen aufzupimpen. Aber hundertprozentig. So, das ist die Palette. Ist so ein Gummi-Matt-Effekt, so ein bisschen wie bei diesen NARS-Produkten. Ihr wisst, welche ich meine, dieses bisschen gummihaftige. Es ist so leicht rosa. Kommt mit einem Spiegel und ihr habt exakt 4 Highlighter-Farben. Also für mich, ich habe hier schon 3 Farben, die ich nicht benutzen kann, weil sie zu dunkel sind. Ich könnte jetzt die 2 mischen. Hello. So, das sind die 4 Farben. Wirklich schön. Also man hat hier so ein Weiß-Perle mit leicht Goldanteil, würde ich sagen. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen goldenen Highlighter, hier einen rosigen und hier einen peachigen. Hier für euch nochmal die Farben. Also die sind auf jeden Fall mega metallisch. Die fühlen sich sehr gelig an. Tolle Qualität auf jeden Fall. Für den Highlighter nehme ich diesen Pinsel hier von Marvin. Das ist die Nummer 4 und das war ja ein Highlighter Brush. Ich trage mal den auf. Also es kommt auf jeden Fall gut Produkt auf den Pinsel. Ich baue den jetzt erstmal soft auf. Okay, okay. Ah doch, den kann ich tatsächlich solo tragen. Schöne Farbe. Was ich hier gut finde ist, der wirkt jetzt weiß und dann denkt man so, muss man mögen. Man muss dafür natürlich auch sehr hell sein. Dadurch, dass da so eine leichte Goldperle mit drin ist, nimmt das Weiße so ein bisschen, das ist so ein leichter Champagnerton. Nicht so krass wie dieser hier, aber so eine tolle Übergangsfarbe. Gefällt mir wirklich sehr gut. Einwisch, Pinsel nicht abgeklopft. Boom. Ja, Highlighter gefällt mir wirklich sehr gut. Also der Highlighter-Pinsel von Marvin ist auch wirklich große Klasse. Also das ganze Pinselset, was ich jetzt benutzt habe, gefällt mir sehr gut. Wirklich ein schöner Highlighter. Wie gesagt, die 2 Farben fallen für mich sowieso weg. Ich könnte sie vielleicht als Lidschatten benutzen. Das muss man halt immer bedenken, wenn man sich so eine Palette holt. Aber die 2 Farben sind wirklich große Klasse. Wenn ich vielleicht im Sommer, könnte ich eventuell auch das tragen. Aber das ist eine wirklich richtig schöne Farbe. Ich gehe nochmal mit so einem fluffigen Pinsel. Also ich bin in die Farbe rein, habe es nochmal ausgeklopft. Ich trage den ja mal gerne nochmal so ein bisschen großflächiger auf. So ein bisschen blushiger. So, weil der Look schon ziemlich krass ist, möchte ich Nude Lippen haben. Ich habe hier einmal die neuen Power Bullet Matte Lipsticks von Huda Beauty und ich habe die Farbe Staycation. Oh, tolle Farbe. Super pigmentiert. Ich nehme mir mal hier Marvins Pinsel nochmal. Das ist die 5. Boah, mein Eyeliner hier ist ein bisschen ausgelaufen, weil meine Augen getränt haben. Und dann habe ich hier eine neue Farbe von dem Lip Maximizer. Ihr wisst ja, den liebe ich über alles. Ich habe sonst die Farbe. Ne? Und das ist jetzt neu, also wurde mir neu zugeschickt. Das ist die Farbe 013. Und den tuffe ich mir oben drüber. Bam, 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 bam. Oh, mein Auge tränt. Leave me alone. Ich glaube, für sowas habe ich zu empfindliche Augen. Ich raste gleich sowas. Ja, ist komplett weg. Ciao. Ist egal. Ihr wisst ja, was ich meine.
So, dann haben wir hier noch was von Huda Beauty, und zwar das Resting Boss Face. Das ist ein Avoid Applying Directly on Eyes and Lips. Waterproof Makeup Setting Spray. Oh, da ist ja ein Kleber drum. Ja. Ja. So. Lass mal hier alles in Sicherheit bringen. Mein Nasty. Lätzchen. Also da ist ein bisschen Make-up drauf. Ah, es kommt so raus. Ich pack es nicht. Alter, das ist so parfümiert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was diese Frau mit diesen viel zu vielen Duftstoffen hat. Alter, kann dir das hier mal jemand sagen? Boah. Es ist ein Parfum. Nicht mal mein Parfum riecht so extrem wie das hier, Alter. Boah, das will doch keine Sau, hör mal. Und dann stell dir vor, da machst du noch dein Parfum drauf. Also dein Gehirn ist ja tot, gelähmt danach. Ciao. Uff. Nee, da hilft auch Flamingo nicht mehr. Riech bitte an mir. Tu mir den Gefallen. Riech an deiner Frau. Kann ja nichts Gutes bei rumkommen. Riechst ja hier schon. Ja. Ach. Ne? Das ist heftig, ja? So, meine Lieben. Also eigentlich bin ich hier wegen zwei Produkten. Einmal der Marvin Lidschattenpalette und der Lamia Beauty Highlighter Palette. Beides gefällt mir richtig gut. Hier müsst ihr nur beachten, dass, also was ich persönlich fand, ist, dass die Farben doch recht soft sind. Also, dass man sie aufbauen muss, um diese Farbintensität zu bekommen. Was ich nicht schlecht finde, weil man hat dann die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie farbintensiv möchte ich mein Augen-Make-up haben. Das heißt, das ist, finde ich persönlich, die perfekte Palette für den Alltag. Aber ihr könnt auch sehen, man kann hier definitiv heftig was rausholen. Gefällt mir sehr gut. Marvin, ganz große Arbeit. Ganz großartige Arbeit, so wollte ich sagen. Lamia, auch deine Highlighter-Palette, gefällt mir sehr gut. Hier, wie gesagt, muss man nur beachten, wem es stört, wem nicht. Auch egal, mich stört es nicht, dass man halt eventuell hier Farben mit dabei hat, die man nicht benutzen kann. Man könnte das vielleicht als Blush-Topper nehmen, so ganz leicht mit so einem schönen fluffigen Pinsel könnte man so leicht über die Wangen. Ihr könnt sehen, ich habe es auch recht groß aufgetragen, so mag ich es. Toll ist wirklich die Farbe, die echt weiß aussieht, dass die ganz toll perlig auf dem Gesicht halt rauskommt mit dieser leicht goldenen Perle. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ansonsten gefallen mir auch alle anderen Produkte. Ich habe keine Enttäuschung. Ich hatte tatsächlich noch ein bisschen mehr da, was nicht schlimm ist. Dann sammle ich wieder ein bisschen und kommt wieder mal so ein Video. Ansonsten, ich kann mich nicht beschweren. Tolle Arbeit an euch. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht gut fand, ist das hier. Also, das kommt direkt in die, ich verlose das, irgendwann schicke ich das an irgendjemanden, der sich vielleicht darüber freut. Man muss halt, wie gesagt, nur beachten, dass es extrem parfümiert. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann stellt die super gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier drüben zwei weitere Videos. Hier könnt ihr die Modern super gerne abonnieren. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.